So, hier ist euer Thorsten, heute mal einen Tag später. Ja, wir wollten ja noch dieses neue Inselchen dort untersuchen. Wir sind ja mit der Fähre hier rüber gefahren. Jetzt wollen wir mal gucken, was hier passiert, was hier los ist. Ich sehe in der Ferne schon mal als erstes eine Tankstelle. Das ist schon mal sehr löblich. Entschuldigung. Okay, ich brauche jetzt keine, aber wir gucken einfach mal. Wir werden also das Ganze hier mal untersuchen. Also ich bin jetzt ohne Trailer hier. Dann gucken wir uns dieses Eiland mal an. Wir nehmen jetzt auch einfach mal jede Straße mit. Longi, egal, lassen wir das. Also hier steht tatsächlich hier und da mal ein Anhänger herum. So, wir fahren mal hier drauf. Laut Wikipedia gibt es, glaube ich, auf dieser Insel, das müsste die nördlichste bewohnte Insel sein. Hier soll es auch irgendwie eine Mine oder sowas geben oder ein Kohlebergwerk oder weiß der liebe Gott was. Mal schauen, wie groß das hier ist. Also, ja, aber wenn hier nichts los ist, also ich wollte hier nicht wohnen. Leute. Gibt es überhaupt Autos? Na, wir gucken mal. Wir fahren einfach mal. Wenn es knallt, gab es andere Autos. So, ja, eine Esso-Tanke. Okay. Wer soll hier tanken? Fahrräder? Also wenn es so weit nördlich ist, hätte ich jetzt erstmal vermutet, dass hier mehr Schnee ist oder so. Wobei, wenn ich mir diese Leitpfosten anschaue, wenn ich mir jetzt überlege, okay, hier liegt Schnee, dann werden die natürlich schon entsprechend weit rausgucken. Was ist hier denn? Hier ist die Welt zu Ende oder was? Oh, hier stimmt die Map aber nicht. Also ich fahre jetzt hier auf einem Stück Land, was in der Karte gar nicht verzeichnet ist. Ich habe keine Ahnung, was mir gleich passiert. Yeah, hier ist jetzt Schnee, ja, Leute. Oh, es ist jetzt aber riskant. Hier richtiges Abenteuer. Wir haben keine Map mehr, also das Navi zeigt nichts mehr an. Diesen Weg nach links runter gab es irgendwie nicht. Ey, hier ist glatt. Komm, Gummi. Vielleicht sollte ich hier nicht reinfahren. Jetzt, yes, Maria. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich sollte umdrehen. Gleich stecke ich im Schnee. Pass auf. Weil ich nicht nachvollziehen kann, warum hier eine Straße eingezeichnet ist, die eigentlich gar nicht da ist. Ich ein bisschen komisch. Obwohl, hier ist eine. Das wird sie sein. Wir fahren mal hier rein. Jo, das ist sie. Da haben wir sie erwischt. Schotter pur. Wildnis. Das ist bestimmt Löwen und Tiger. So. Was? Hier gibt es einen Ort.
ein Auto. Unglaublich. Ja, hier, das könnte diese Mine sein. Was könnte man denn hier mitnehmen? Oh, mal gucken. Hä? Nach Russland, okay. Aber wenig Kohle dafür, ey. Dafür gibt's ja gar nichts. 14.000. Das sind nur 209 Kilometer. Okay. Überlegen wir uns auf dem Rückweg. Guck mal erstmal, was es hier noch so gibt. Wir gucken erstmal, was es hier noch so gibt. Dein Schornstein vor allem, Junge. Ich denke, bei Tageslicht sieht man dann etwas mehr. Ah, spannend. Hier ist ja keine Sau irgendwie. Kann man hier leben? Da hinten ging auch ein Weg rein, aber ich glaube, da werden wir auch nicht sonderlich glücklich, oder? Jetzt mal hier reinfahren, da geradeaus kommen wir ja nicht ganz weit. Was ist denn hier mit? Aha. Yes, ist Maria. Was ist denn hier? Aussteigen, gucken, wo die Straße ist. Wahrscheinlich entdecken wir gleich Amerika oder so. Hier sind ja Gefilde hier. Ach, guck an, da kommst du gar nicht ran. Hättet ihr das nicht früher mitteilen können, Mann? Unglaublich. Das wird jetzt ein Mensch an. Und gleich hänge ich mich hier im Geröll und komme hier wieder raus. Auch nicht schlecht. Halt so rum. Ui. Und dann kann man diese Sperrbarken ja auch vorher setzen. Wahrscheinlich ist das bei der anderen Straße da hinten genau das gleiche. Dass man da gar nicht. Was für eine unwirkliche Gegend hier. So, okay, gucken wir mal. In die andere Richtung. Also das größte Bauwerk hier ist offensichtlich die Fähre. Sieht man ja schon von Weitem. Mann, Mann. Aber man könnte, glaube ich, hier eine Garage kaufen, so wie das aussieht. Die Sache ist natürlich, was soll ich hier mit dem Ding? Ach komm, das machen wir trotzdem hier. Frisst ja kein Brot. So, komm hier. 180.000. Mhm. Genau. Das wollen wir uns jetzt aber nicht mit angucken.
sondern damit wir hier nachher vielleicht noch tanken können, werden wir diese Garage dann auch mal Amsterdam, da fehlen noch Fahrer. Ich brauche hier im Leben keine Fahrer, aber pff. Gucken, was wir uns hier hinbauen. Yes, ja, jetzt lädt er neu durch. Oh, das ging jetzt flott. So. Jetzt haben wir also hier auf diesem Eiland eine Garage gekauft. Brauchen wir bei dir nicht mehr tanken. Das können wir nämlich selber tanken hier. Okay, gut, gucken wir weiter. Ich habe noch kein einziges Auto gesehen hier. Da stehen Container. Wohnt hier überhaupt irgendjemand? Was ist hier? Hier ist irgendwie eine Werkstatt oder so. Ja. Hier stehen LKWs, aber offensichtlich fehlt es an Einwohnern, die das fahren können. Hier ist nichts. Ist auch auf den Straßen nichts los. Es ist tot hier. Hotel, wer fährt denn hier hin? Hat das Hotel mehr Einwohner als der ganze Ort? Hier kannst du ja nicht mehr einkaufen. Hier ist ja nicht mal ein Supermarkt. Das ist eine unglaubliche Gegend hier. Obwohl, da ist ein Netto. Da ist tatsächlich ein Netto. Das ist ja unglaublich. Ah, Wahnsinn ist es. Oh, noch mehr Häuser. Ey, macht mal eure Straßen hier, Herrgott. 50% off, ja. Ey, ein Mensch. Da stand einer. Kilometer. Ja, cool. Den nehmen wir gleich mit. Fahren wir nicht ganz leer zurück. So, hier sind ein paar Wohnhäuser. Also wir erkunden jetzt das gesamte Straßen. Netz hier von dieser. Insel. Haben die zwei Fährlinien? Ist nur die eine. Weil die halt so grau aussieht hier, ne? Okay. Ey, da geht einer. Das ist unglaublich. Menschen, Lebewesen. Ah, Wahnsinn.
ihr das Flugzeug da hinten gesehen? Ups. Beinahe. Also hier ist echt die Welt zu Ende. Ja, Gewächshäuser. Gewächshäuser. So, ja, das war die Inselerkundung. Das war also nicht so die Welt. Und dass wir uns von Netto noch unsere Fährfahrt bezahlen. Ja, 16 Kilometer, 20 Tonnen. Das schaffen wir. Mehr Seeweg als Autofahrt. So, wo steht denn das Ding jetzt? Können wir hier durch? Wo hast denn du jetzt unseren Auflieger versteckt? Ah, hier hinten wahrscheinlich irgendwo. Wahrscheinlich hier, da steht da Schmitz Cargo Bull. So, das Navi zeigt uns den Weg. Es war mir fast klar, dass ich jetzt hier irgendwie falsch eingeschlagen bin. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Ja, alles gut. Bisschen über die Wiese gerauscht. Blinken brauchen wir nicht, also ich habe kein fahrendes Fahrzeug hier gesehen. Ist das eng hier? Autsch. Ups. Was ist das für ein Käse? Das ist das nächste Ding, was liegt. Ey, wie kann man sowas machen? Irrsinn. Na gut. Schild ist kaputt, das können sie wieder aufstellen. Vor allen Dingen, warum muss ich hier durch? Jetzt hängt er da fest. Das ist doch. Ey, du fährst 16 Kilometer mit dem Ding? Das ist nicht möglich, den Heiler ans Ziel zu kriegen, bei den paar Metern hier, ey, das ist... Vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof, das kann natürlich auch sein. So, hier kommt sowieso keiner. Würde mich schwer wundern. Müssen wir lang, hier müssen wir lang.
Ach, Herrgott, nochmal. So kommt ab in die Zivilisation. Nichts wie weg hier. So, wir wollen nach Kirkenes. 41 Stunden unterwegs. Bis dahin sind die Lebensmittel vergammelt, genau. So. Wieder angekommen. Ich hoffe, wir haben jetzt hier wieder normale Straßen. Kann ich denn hier durch? Okay. Wohl hier rum irgendwie. Steht er immer noch da? Der stand auf der Hinfahrt schon hier. Ey, was ist das alles eng hier? Ist doch alles nicht wahr. Ah, wie schön. Ah, Leute. Ja, das wird... Und das muss ich mit meinen Rückwärtsfahrkünsten machen. Ich fahre jetzt einfach mal diesen Fotoman platt. Wie jetzt? Da kann ich durch? Nee, doch nicht. Thank you.
So, wo komme ich denn? Ah, hier. Ja, so kann es gehen. Den Fotomann haben wir platt gemacht, der ist weg. Ey, das ist so blöde gemacht hier. Aber das sollte klappen. Ah, nee, war das jetzt peinlich. Peinlich, peinlich, peinlich. Eieieiei, die Folge werde ich nicht veröffentlichen. Ja, Mensch, dass 16 Kilometer das so in sich haben kann, das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Glaube. Hier müssen wir wieder ein bisschen gucken und die Scheiße wenigstens heile gelassen. Jo. Naja, immerhin was. Gut, mit dem Rückwärtsfahren habe ich es nicht immer so. Das ist so, ja. Das klappt nicht immer so, wie ich das haben will. Sechzehn Kilometer und die Schüssel fast kaputt gefahren, ey. Unglaublich. So. Hier rein. Ey, was sind das hier für Straßen? Hier passt doch kein Schwein durch mit deinem Laster. Wer denkt sich sowas aus? Kommst du her? Ja, da lang, wo ich nicht lang darf. Alter! Da fahre ich nicht vorher. Genau. Hätte mich ja auch durchlassen können, oder? So. Mann, Mann, Mann. Peinlichste Tour ever. Da soll der hin. Könnten wir eigentlich versuchen, hier rumzufahren. Oh, da ist ja schon der Platz. Na gut. Ob wir da rumkommen. Völlig daneben, aber naja.
Mann! Ey, ich fahre heute wieder wie so ein... Schade, sah so schön aus. Ich hab's immer beim Rückwärtsfahren mit dem... Ja, das üben wir noch. Aber egal, wenn es gleich grün werden sollte. Perfekt. So, weg mit dem Ding. Ja, ausgezeichnet. Es war eine Katastrophe, Freunde. Okay. In diesem Sinne, peinlich ohne Ende, aber egal. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.